Das Land zu beiden Ufern der unteren Weichsel, Westpreußen, ist ein uralter Völkerweg und seit urdenklichen Zeiten von Deutschen bewohnt gewesen. Sie reichten ihr kostbares Erbe einer 700 Jahre alten Kette von Generationen weiter. Schon 1231 gründeten Ritter des Deutschen Ordens Burg und Stadt Thurn. Während 1945 viele Städte und Dörfer Westpreußens vernichtet und die deutschen Einwohner aus ihrer Heimat vertrieben wurden, ist die Stadt Thurn mit ihren großartigen Bauten erhalten geblieben. Thurner schöne Madonna aus dem 14. Jahrhundert. In dieser an kostbaren Kunstschätzen so reichen Stadt wurde im Jahre 1473 ihr größter Sohn, Nikolaus Kopernikus, geboren. Er war eines neuen Weltbildes, der feststellte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Inmitten einer einzigen Kornkammer am Höhenrand des rechten Weichselufers ist Kulm 1233 als Hauptstadt des Deutschen Ordenslandes durch die sogenannte Kulmer Handfeste begründet worden. Ins zweite, so überaus fruchtbare Weichselland lugt seit 700 Jahren der Bergfried der Deutschordensburg Schwetz. Einen eigenartigen Charakter geben dem von der Weichsel her gesehenen Stadtbild von Graudenz die mächtigen Verteidigungsspeicher, die gotische Pfarrkirche und der 1280 errichtete Burgturm. Über die Weichselniederung erhebt sich die 750 Jahre alte, zinnengekrönte deutsche Ordensburg Marienwerder. Eine der großartigen, überraschenden Entfaltungen deutscher Architektur im Ostraum. Seit 1772 Sitz der westpreußischen Landesregierung. Das mächtige, von Ecktürmen bewehrte Deutschordenskastell von Mewe liegt trutzig da wie ein Wucherkant aus Granit.
die strategische Brücke zum Kriege, die Brücke von Dirschau. Marienburg, der gewaltig repräsentativste Prachtbau des ganzen Weichsellandes, die Marienburg, seit 1309 Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ritterordens, findet in seiner Gesamtplanung von mehr als einem halben Kilometer Erstreckung an der Nogat unter den Schlossanlagen des Mittelalters nicht ihresgleichen. Der Remter, dessen Strahlgewölbe von einer einzigen Säule getragen wird. Endlich ein Schloss, rief Napoleon I. aus, als er Finkenstein sah. Das Schloss, welches hart an der ostpreußischen Grenze liegt. Während des Krieges gegen Russland wohnte Napoleon hier einige Zeit und schlug sein Hauptquartier auf. Dieses Schlafgemach mit dem prunkvollen Bette benutzte damals der korsische Eroberer. Als wichtigster Brückenkopf liegt in der Nordostecke des Weichsellandes die nach Danzig bedeutendste Industrie- und Werftstadt Elbing mit ihren althistorischen Bauten und Schatzkammern voll hochwertiger Kunstschätze. Die meisten Elbinger Häuser zeigen ebenso wie die Danziger den Beischlag vor dem Eingang. Die Portale weisen kapriziöse, passende Linienführungen auf. Am Kamelhaus zeigt der Stil friderizianisch-klassische Formen. Der Giebel endet grotesk
in der Figur eines liegenden Kamels. Von jeher eine der deutschesten und prachtvollsten Städte überhaupt. An der über 50 Kilometer langen frischen Meerung entlang geht die Fahrt der großen Motorschiffe des Seedienstes Ostpreußen auf der Wiege der brandenburgischen preußischen Flotte. Ein täglicher Seedienst verbindet die Küstenplätze der Ostsee mit Ostpreußen. Mitten in die alte Stadt hinein fährt die Tannenberg, das größte Fahrgastschiff des gesamten Ostseeraumes, zum Hafen. Ein riesiges Naturschutzgebiet ist die 100 Kilometer Kurische Nehrung. Mit der unendlichen Weite des Meeres verbindet sich die erhabene Urnatur, die Wunderwelt gigantischer Dünen. Majestätisch zieht das reckenhafte Wild, der urige Elch, durch die eigenartige Nehrungslandschaft. Die Nehrungsbewohner, kernige, kräftige Menschen, sind mit Leib und Seele Fischer.
Tag aus, Tag ein fahren sie auf ihren sturm- und wetterfesten Keitelkähnen hinaus zum Fischfang. Über 5 Millionen Pfund Fisch zu 100.000 Doppelzentner Stinte liefern uns Ostpreußens Fischer. Der Kurenwimpel, die schmucke, holzgeschnitzte Mastzieher der Kurenkähne. Große Fänge an Flundern liefert das Meer an Ostpreußens Küste. An langen Stangen trocknen die zum Räuchern bestimmten Flundern. In einfachen Steinöfen werden die Fische im dicken Rauch des qualmenden Kieferzapfenfeuers geräuchert und dann zum Markt gebracht. Frische Spackflundersche Harchen. Bebaute Straßen mit mittelalterlichen Häusern zum Hafen mit seinen alten Silos.
hart tritt die waldreiche Steilküste ans Meer heran. Der ungleiche Kampf zwischen Erde und Meer formt wild zerklüftete Schluchten, welche der Landschaft eigenartige Schönheit geben. Am Rande der romantischen Küste liegt ein Kranz schöner Badeorte mit weitem, steinfreiem und feinsandigem Strande. In Ostpreußen, nördlich seiner Hauptstadt Königsberg, liegt zwischen Ostsee und Haff die Kurische Nehrung. Nur oben bei Memel haben beide Gewässer Verbindung. Aber das Haff ist trotzdem Süßwasser, das vom Memelstrom gespeist wird. Die Hafffischer führten als besonderes Kennzeichen den Kurenwimpel. Diese oft recht fantasievollen Stander, die sich jeder Fischerwirt nach eigenen Ideen aus Holzkistenbrettern schnitzte und möglichst bunt bemalte, waren gewissermaßen das Bootseigentum und der einzige bunte Schmuck der schwarzgeteerten Keitelkähne, die sich in ihrer Bauart wie ein Ei dem anderen ähnelten. Sie haben dadurch, wie man sagte, das Gesicht des kurischen Haffes geprägt. Das Haff lag direkt vor ihrer Haustür. Doch die guten Fanggründe meistens etliche Seemeilen entfernt. So blieben sie aus wirtschaftlichen Gründen die Woche über draußen und kamen erst am Sonnabend zurück, um den Fang an Land umzuschlagen, an Händler, die sie erwarteten. Einen Hafen gab's nicht. Mit dem flachen Boden der Kähne konnten sie bis dicht ans Ufer fahren. Verankerten sie zum Haff und zum Land hin, das genügte für Wind aus Ost. Vor den Weststürmen schützte die 60 Meter hohe Düne, die um die Jahrhundertwende durch Bepflanzung in ihrer Wanderung festgelegt wurde. Sonst hätte sie bereits das Dorn. Ihre Menschen lebten wie auf einer Insel, abgeschlossen. Eine Eisenbahn gab's nicht und für Kraftfahrzeuge war der Dünenweg gesperrt.
Nur die Postkutsche hielt das ganze Jahr und täglich bei Wind und Wetter die Verbindung mit der Außenwelt aufrecht. Sonst ging der Verkehr zwischen den Ortschaften über das Haff, das vom April bis Dezember eisfrei blieb. In dieser Zeit kamen die Fischer, wie schon gesagt, nur für Stunden heim. Zu Hause konnten sie die enge und primitive Bootskombüse und den harten, oft genug auch feuchten Strohsack mit Tisch und warmem Federbett vertauschen, wenn auch nur für eine Nacht. Ruhetag kannten sie nur an den großen Feiertag. Sonst ging es gleich nach dem Kirchgang an die Vorbereitungen für die neue Ausfahrt. Und damit waren die paar Stunden voll ausgefüllt. Die Haffischer hatten mit ihren Netzen besonders viel Sorgen. Sie blieben auf dem flachen Haffgrund hängen und zerrissen bei Sturm. Auch manch Segel hat dran glauben müssen, denn die klobigen Kaltelkähne waren nicht so leicht zu fahren wie moderne Motorschiffe. Kein Wunder also, obwohl alle Hände zupackten, dass es hin und wieder nur zum Nötigsten reichte. Eine Schmandwaffe zum Spitzbohnenkaffee als Wegzehr bedeutete ihnen einen herrlichen Sonntagsgenuss. Sie lebten sehr bescheiden, in eisernem Rhythmus zwischen ihrem kleinen Haus und ihrem Boot. Übrigens zur Schiffsausrüstung gehörte eine lange Holzkelle, Pilte genannt. Damit wurde Wasser auf die Segel gegossen, um sie windfester zu machen. Vierundzwanzig Stunden nach ihrer Ankunft standen sie wieder auf den Planken. Ein Boot nach dem anderen ging Anker auf. Dann fuhren sie die Nacht durch. Da sie allein vom Wind abhängig waren, kostete es viel Fahrzeit, wenn die Fanggründe nicht in direktem Kurs angesteuert werden konnten. Das mussten sie in Kauf nehmen, denn zu einem Motor hat es nicht gelangt. Sie fischten mit Schleppnetzen zwischen zwei, die zu einem Gespann gehörten. Das ging jedes Mal über weite Strecken, aber Platz genug dazu bot ja das Haff. Es war wie die Näherung 100 Kilometer lang und mit einer Wasserfläche von über 1600 Quadratkilometer das größte Binnengewässer Deutschlands. Dreimal so groß wie das Schwäbische Meer, der Bodensee. Dafür flach, durchweg nur 5 bis 7 Meter über Grund. Dadurch blieben auch so oft die Netze hängen. Aber sie haben damit auch viel gefangen. 15.500.000 Kilogramm und damit dreimal so viel wie die ostpreußische Seefischerei zusammen. Den besten Preis brachten die Zander. Die schmeckten nicht nur den Ostpreußen, ganzen Reich als begehrte Delikatesse.
Die an Bord haben sich schon zum Frühstück darauf gefreut. Doch nicht gekocht oder gebraten. Roh aßen sie ihn, filiert mit Salz und Pfeffer und Zwiebel, wie Hackepeter auf einer Schmalzschulle. Eine Bootsbesatzung bestand aus 2 Mann, auch auf den kleinen Booten. Doch im Gegensatz zu den Keitelkähnen fischten sie immer in Küstennähe und nur über Tag, weil das Haff bei plötzlichem Wetterumschlag schnell gefährlich werden konnte. Wenn bei harter Brise Kahn voll mit nassen Netzen durch irgendwelche Umstände an Fahrt verlor, rückte der steife Wind es auf die Seite und die Männer gingen über Bord. Die Mehrzahl von ihnen konnte nicht einmal schwimmen. Sie meinten, es wäre unnütze Quälerei, wenn weit draußen etwas passierte. Dann lieber schnell ein Ende. Doch zuvor banden sie sich ans Boot, um mit ihm gefunden zu werden. Für den Geretteten führte der Weg nach Hause zwangsläufig über die Dünen. Wenn harter Sturm über den Dünenkamm fegte, reichte der hochgewirbelte Sand nicht bloß bis zum Gürtel, er wehte die scharfen Quarzkörner hoch, dass sie wie Stecknadeln ins Gesicht peitschten und den Atem nahmen. Ähnlich wie den Bäumen, die in der Sandwüste untergingen und deren Krone nur noch als tote Zweigspitzen aus den vielen Meter hohen rausragen, ergeht es jedem, der in diesem Sandsturm vor Erschöpfung liegen bleibt. Er ist in wenigen Minuten zugeweht, unauffindbar, bis nach Jahr und Tag die Düne über sein Grab hinaus weitergewandert ist. Das kurische Haff hat manchen von ihnen genommen, aber es gab ihnen auch durch viele Generationen Brot. Bis eines Abends die Keitelkähne zum letzten Mal ihren Nährungsstrand anliefen, um Frau und Kind aus der Heimat zu tragen. Das war ihre letzte Aufgabe. Den Ansprüchen einer modernen Hochseefischerei waren sie nicht gewachsen. Ihre Planken und Maste sind verfallen und kein einziger Keitelkahn, nur noch diese Bilder sind lebendige Erinnerungen der Fahrten unter dem Kurenwimpel.
Thank you.
Eine große Stille war in den Wäldern. Ihre Stämme trugen das Dach der Kronen wie in einem Dom. Hier fanden die Tiere Zuflucht, Frieden. Selbst der scheue Elch hatte in dieser Einsamkeit seine Heimat gefunden. Dichtes Unterholz verbarg ihm gut. Seine schmalen Hufe waren auf dem federnden Waldboden kaum hörbar. Weit spannte sich das Land von Horizont zu Horizont. Wo einst undurchdringliche Wälder und Öde, menschenleere Steppen das Gesicht der Landschaft formten, schufen Generationen von deutschen Siedlern blühendes Kulturland. Die Augen des Landes, die zahlreichen Seen Masurens. Die Landschaft formte den Menschen. Er wuchs über sie hinaus. Seine edelsten Söhne gehören zu den Trägern abendländischer Kultur. Johann Gottfried Herder und E.T.A. Hoffmann. Hermann Sudermann, Arno Holz und Ernst Wiechert. Käthe Kollwitz, die großen Mimen Adalbert Matkowski und Paul Wegener. Name reiht sich an Namen. Der Osten gab mit vollen Händen zurück, was ihm der Westen an Glauben und Vertrauen einst gegeben hatte. Untrennbar von der Landschaft waren die großen Herden der Kühe. Sie waren neben den Früchten des Ackers der eigentliche Reichtum Ostpreußens. Durchschnittlich 3150 Liter erbrachte eine Kuh pro Jahr. Das waren 145 Liter mehr, als die gute schleswig-holsteinische Kuh produzierte. Hart und genügsam ist der ostpreußische Mensch, klar im Blick und schweigsam. Sein Dorf war seine Welt. Enger als anderswo waren die Menschen hier an Bund und Gemeinschaft gebunden. Das Pferd war der treueste Gefährte des ostpreußischen Bauern. Von Urzeiten an stand es mit ihm Seite an Seite. Nur die kräftigsten Tiere konnten die verlangte Arbeit leisten. Denn die Erde war fett und schwer. Das Pferd brachte dem deutschen Osten viel Lob und Ruhm. In erster Linie die ostpreußische Aufzucht von Renn- und Turnierpferden. 4 von 6 Goldmedaillen brachen der Olympiade 1936 heim. Weltruf errang sich das Hauptgestüt Trakehnen. 1732
wurde es auf Befehl des ersten preußischen Königs gegründet. Aus einer Kreuzung von arabischem und englischem Vollblut mit deutschem Pferdematerial entwickelte sich das Renn- und Springpferd, das nun längst zu einem Begriff geworden ist. Schwer war die Arbeit des Landmanns. Der fette Boden, das Klima, die Froststarre der langen Winter und die Glut der heißen Sommer machten die Arbeit auf dem Felde zittenringen mit den Kräften der Natur. Neben dem fast unerschöpflichen Holzreichtum der Wälder und seiner industriellen Verarbeitung war die Land- und Viehwirtschaft zur Basis des wirtschaftlichen Lebens geworden. Land- und Wasserwegen trug Ostpreußen den Reichtum seiner Felder in die Lande. Ostpreußen war Überschussgebiet. Der Segen des fruchtbaren Ackers, der Fleiß unermüdlich schaffender Hände machten dieses Land zu einer Korn- und Viehkammer Deutschlands. Bernsteinfischer. Hier fand man im feuchten Seesand und im angespülten Tank das Gold des Nordens. Bernsteinbergwerk Palmicken. Riesige Bagger räumten eine bis zu 40 Meter tiefe Erdschicht fort und erst in der darunter liegenden blauen Erde leuchtete es golden auf, das Harz der Urwälder, die Schatzkammer versunkener Jahrtausende. Jährlich rund 500 Tonnen förderte die Bernsteinindustrie Palmickens. Vogelwarte Rossitten.
Und wenn das Jahr sich neigte, Ostpreußen die große Stille. Und tiefer war dann noch die Einsamkeit der Weite und großartiger die stumme Landschaft. Doch in der Erinnerung lebt und schlägt das Herz für Mutter Ostpreußen. Und es wird nicht aufhören zu schlagen, solange unsere Sehnsucht es treibt. Preußen ist das deutsche Pferdeland. Seit 200 Jahren schon ist das Hauptgestüt Vorbild aller Pferdezuchtarbeit für das Warmblut. In vollen Weideplätzen tummeln sich Hunderte von Pferden und üben im Spiele die rassigen Glieder. Sorgfalt, liebevolle Pflege gewöhnen die wertvollen Tiere an Arbeit und Gehorsam. Unter Weisung des Gestüts wurde der ostpreußische Bauer selbst zum Fachkundigen und Züchter. Die olympischen Reitwettbewerbe wurden von ostpreußischen Reitern auf ostpreußischen Pferden gewonnen. Bis 40.000 Pferde führt Ostpreußen jährlich aus. Auf weiten Ackerschlägen steht dasselbe edle Pferd vor Pflug und Wagen. Im Boden des Ermlandes und Oberlandes entspricht wohl die Hinneigung zum Kaltblut.
Wechselniederung häufig vorkommende Vorlaubenhaus ist Zeuge der niederdeutschen Abstammung ihrer Siedler. Vor dem oberländischen Strohdachhaus darf der Ziehbrunnen mit dem langen Hebebaum nicht fehlen. Zum ostpreußischen Bauernhaus gehört auch das Storchennest. Morgen im bis zu 30 Zentner schweren Nest wachsen die jungen Störche heran. Größere Scheunen fassen können, ist der Reichtum an Heu. In der Memelniederung ist der Kahn das einzige Beförderungsmittel. Nur in der Nähe des Hauses sind die Heustaken vor dem Überschwemmungswasser sicher. In gewaltigen Mengen werden im Spätsommer von den Bewohnern des Moosbruches Zwiebeln geerntet. Alt und Jung hilft beim Sortieren der Zwiebel. Auf Kähnen bringen die Bauern ihre Ernte zur Stadt. Uralte Bauernkultur spricht spitzen Pferdeköpfen an den Giebeln der abgewalmten Dächer. Alte Pfostenbauten sind heute noch mit malerischem Stroh- oder Rohrdach bedeckt. Musik.
700.000 Stück ostpreußische Schweine will jährlich die deutsche Fleischversorgung sichern. Von hervorragender volkswirtschaftlicher Bedeutung ist Ostpreußens Rinderzucht. Bis zu 60 Liter Milch geben die Kühe täglich. 40 Millionen Pfund Butter, 40 Millionen Pfund Käse führt Ostpreuß jährlich in die anderen deutschen Provinzen aus. ...250.000 Stück Rindvieh aus Ostpreußen werden jährlich in den Schlachthöfen von Berlin, Sachsen und Westdeutschland verarbeitet. Völlig ausgestorben erscheint der Gutshof. Jede Hand muss bei der Ernte helfen. Preußen ist Bauernland. Sieben Millionen Zentner Brotgetreide liefert Ostpreußen jährlich dem deutschen Volke. Die Kornkammer des Reiches. Im Jahre 1226 übergibt Kaiser Friedrich II. In Rimini des Deutschen Ordens Ostpreußen. Für alle Zeiten frei von jeder Dienstbarkeit und ohne alle Belastung und niemanden dafür verantwortlich.
Burgen wurden an den Ufern der Flüsse und Haffe oder an anderen strategisch wichtigen Punkten erbaut. Hervorragende Zeugen ordenszeitlicher Baukunst. Dörfer und Städte wurden gegründet, deren wuchtige Kirchen gleichzeitig der Verteidigung dienten. Zweigeschossige Arkaden ziehen sich in architektonischer Schönheit um den Burghof. Mauerumwehrten Dom zu Frauenburg schuf Nikolaus Kopernikus, Deutschlands größter Astronom, seine neue Lehre Sternenwelt. Der gewaltige Kirchenbau aus dem 14. Jahrhundert. Zierlich geschmückte Giebel umkleiden das dreischiffige Haupthaus und den schweren Turm. Ostpreußens Gotteshäuser bergen Kunstschätze aus den Jahrhunderten der Ordenszeit von unermesslichem Werte.
und Burgen schauen hinaus in ein Land voll eigener Schönheit. In das Weichseltal hinein ragt der Danzker, der Ordensburg in Marienwerder. Marienburg, die schönste und größte Burganlage, Hochmeistersitz des Deutschen Ordens in seiner Blütezeit. Edelstes Beispiel deutscher Backsteingotik. Gold, blau und rot schimmert das 8 Meter hohe Relief der Mutter Maria. Eine architektonische Meisterleistung von staunenswerter Kühnheit. Der mächtige Festremter mit dem wundervollen Kreuzgewölbe.
Ich bin Gustav Seegatz und war früher Bauer in Masuren, ja. Hier wirtschafte ich seit 49 und bin nun schon fast ein Einheimischer. Fast. Doch wenn die Erntezeit kommt, vermisse ich immer unsere alten masurischen Bräuche, von denen unsere Kinder kaum etwas vom Erzählen her wissen. Meine Heimat Masuren liegt im südlichen Teil von Ostpreußen. Wir lebten dort in einer schönen und ruhigen Welt. Landschaftlich gesehen gehörte Masuren zum schönsten Teil Ostpreußens. Die vielen Gewässer, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten, und die hohen alten Wälder, die noch auf Urwaldbestände zurückgingen, waren der einmalige Schmuck von Masuren. Sonst gedieh auf unserem leichten Boden außer Kartoffeln und Buchweizen nur noch Roggen. Dort oben war auch sonst manches schwerer. So blieben uns durch den langen Winter zur Bestellung und Ernte 2 Monate weniger Zeit als sonst wo in Deutschland. Aber wenn die Sonne ordentlich schien und auch der Regen uns keinen Strich durchte, dann stand der Roggen Ende Juli alle. Vielleicht, weil wir zäh um unsere Früchtearbeit ringen mussten, hatten wir gerade zum Brotgetreide eine besonders ehrfurchtsvolle Beziehung. Darauf sind wohl auch unsere alten Bräuche zurückzuführen, durch die wir dem Roggenschnitt ein festliches und natürlich auch fröhliches Gepräge gaben. Gemeinsam marschierten wir vom Hof los, allen voran ich, der Bauer, und auf dem Felde nahmen wir Aufstellung zu stillem Gebet. Ähnlich wie auch unsere Frauen das Kreuzzeichen über jedem neuen Brot machten, segnete ich das Korn. Dann mähte ich mit der Sense des Vorschnitters die ersten Halme. Wenn man heute so viel von Gastarbeitern spricht, auch wir hatten sie damals in Ostpreußen in Hülle und Fülle. Sie kamen als Erntehelfer aus Polen, Saisonarbeiter, sodass wir bei den Sensen blieben. Zu jedem Schnitter gehörte damals noch eine Garbenbinderin. Wir waren ja noch nicht im Zeitalter der Traktoren und Erntemaschinen. Natürlich kannten wir die Mähmaschinen, aber sie lohnten nicht den Kostenaufwand für einen kleinen Bauern. Um das Erntewetter, das Sorgenkind aller Landwirte im übrigen Deutschland, brauchten wir uns kaum Gedanken zu machen.
Masuren stand ganz unter dem klimatischen Einfluss der riesigen Landflächen aus Osteuropa und Russland. Wir hatten im Sommer anhaltende und oft sengende Hitze. Folglich war auch die Erntezeit meist trocken. Unser masurischer Sandboden warf keine großen Erträge ab, aber bei unseren bescheidenen Ansprüchen wanderte der größte Teil unserer Ernte in die 90.000 Waggon Getreide, die Ostpreußen jährlich produzierte und in den Ruf als Kornkammer des Reiches einbrachte. Auch der letzte Tag des Roggenschnittes hatte einen vorgeschriebenen Ablauf. Zur Musik der Sensenblätter wurden die letzten Ähren vom Vorschnitter gemäht. Hielten wir es und noch viele masurische Höfe seit alten Zeiten. Vielleicht brachten unsere Vorfahren, die Masowier, ihr Brauchtum schon mit, als sie hier vor 500 Jahren vom Deutschen Ritterorden angesiedelt wurden und aus einem Wildnisgebiet ihre Wiesen und Äcker schufen. Aus der letzten Hocke wurden die schönsten und schwersten Ähren für einen Strauß gezogen, den wir den Plon nannten. Das ist nicht der Erntekranz, der zum Abschluss der Getreideernte aus Roggen, Weizen, Gersten und Haferähren natürlich auch bei uns gebunden wurde. Dem Plon, dessen Halme nur vom Sensenblatt des Vorschnitters gekürzt werden durfte, flochten die Mädchen Füßchen. Er zierte beim Heimmarsch die Sense des Vorschnitters. Wir bringen herein den goldenen Plon und reichen ihn euch als Gotteslohn. Die Ähren sind voll, das Korn ist schwer. Gott gab dir die Ernte nach deinem Begehr. Nun gib uns, Bauer, für guten Plon zu essen und trinken und reichen Lohn. Ich sage euch allen herzlichen Dank und will euch bewirten mit Speis und Trank. Damit uns vom Himmel komme der Segen. Dann begann eine Wasserschlacht. Kannen und Tüten morgen das Begießen, wie wir es in Masur nannten, hatte einen tieferen Sinn. Es war der symbolische Dank für das lebenspendende Nass, das das Korn wachsen und reifen ließ. Wer unverhofft dazu kam, wurde auch begossen, aber wollte oder nicht. Ihm blieb nichts übrig, als gute Miene zum nassen Spiel zu machen. Was aber wäre dieses Roggenfest Essen? Das Plonessen. Traditionsgemäß fand es auf der Scheunentenne statt. Der Tisch war mit selbstgewebtem Leinen gedeckt, das schon der Stolz der Eltern und Großeltern gewesen ist. Jeder masurische Hof beging den Plon für sich. Und lange vor dem allgemeinen Erntefest, das nach Abschluss der ganzen Fruchternte vom Dorf gefeiert wurde.
Bei der Plonfeier gab es keinen Schmalhans als Küchenmeister. An diesem Tage quollen die Schüsseln über von Gebratenem und Gekochtem. Dazu ging der Bärenfangrei um, das masurische Nationalgetränk, ein hochprozentiger Honigschnaps. Und dann kam das Wichtigste, der Tanz, zur Ziehharmonika und zu einer Art Kammsaxophon. Zuerst ich mit der Großmagd und der Vorschnitter mit der Bäuerin. Und dann tanzten alle bis in die tiefe Nacht. Es waren fröhliche Stunden. Ein Ausgleich für die Schweren. Aber die Schwersten standen uns damals noch bevor. Wir Masuren sind in alle Winde verstreut worden. Und von unseren alten Bräuchen ist kaum einer in der neuen Heimat wieder aufgelebt. Uns Alten bleibt wenigstens noch die Erinnerung an jene Zeit, mit der die junge Generation kaum noch eine Vorstellung verbindet. Der Keitelkahn Nummer 34 aus Pillkoppen lässt sich von den Brechern der See auf Strand setzen. Von Karkelbeck bis Sarkau, von Neutief bis Pröbernau, an der bekannten Küste, der frischen und der kurischen Nehrung, kehren so täglich hunderte von Fischerbooten vom Fang zurück und schieben ihre schwarzen Bäuche auf den Sand. Pferdewagen holen die vollen Fischkörbe. Und Frauen breiten die Netze zum Trocknen. Dieses Bild weckt Erinnerungen an ein Stück Erde, von dem der große Reisende Wilhelm von Humboldt sagte, es sei so merkwürdig, dass man es ebenso gut wie Spanien und Italien gesehen haben muss, wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen soll. So stand es in unserem Lesebuch. Und wir lächelten ein wenig darüber, denn wir lebten ja dort. Heute aber klingen uns diese Worte tief im Herzen. Nordwind weht, Bernsteinwind. Er wühlt die See auf, reißt den Bernstein vom Grund hoch und treibt ihn mit dem Seetang dem Strand zu. Eine eigenartige Frucht des Meeres, wie es sie in dieser reichen Ernte nur bei uns im Samland gab. Und es war immer ein Meer, wie ein Schatz suchen, wenn wir als Buben diese kühlen, zwischen Sand und Wasser geschliffenen goldgelben Steine aus dem Tang, dem Bernsteinkraut, suchten und in den Händen fühlten. Was der Sturm auf dem Meeresboden bloßlegt und zutage fördert, ruht auch tief in den Erdschichten der samländischen Küste. Wie eine große Braunkohlengrube dehnt sich bei Palmnicken der einzige Tagebau der Welt, wo die bernsteinhaltige Erde mit großen Baggern abgebaut wird. Vor Jahrmillionen untergegangene, zertrümmerte und zerriebene Fichtenwälder haben die blauen Tonschichten entstehen lassen, die hier ausgewaschen und abgeschwemmt werden. Das in Klumpen und Tropfen geronnene und erstarrte Harz bleibt zurück. Musik.
Elektron, das Elektrische, nannten es die alten Griechen. Merikiri, Meeresgestein, die Ureinwohner der Ostseeküste. Seit uralten Zeiten schmücken sich die Menschen mit Bernstein, dem Gold Ostpreußens. Wenn ich an Zuhause denke, sehe ich weiße Ebenen und verschneite Wälder. Und auf den Teichen wird Eis geerntet. So etwas gab es nur bei uns in den langen, harten Wintern, wenn die Seen dick zufroren und der alte Spruch galt: Ein Ostpreuße von rechter Art trägt seinen Pelz bis Himmelfahrt. Und wenn wir schreiben St. Johann, so zieht er ihn schon wieder an. Das dicke, blanke Eis wurde geerntet, zusammengetragen und schließlich in der Nähe der Dörfer regelrecht eintet, wie im Herbst die Rüben. So überdauerte es den Winter und wurde im Sommer in die Städte verkauft. In den winterlichen Wäldern tönten immerfort die Schläge der Äxte und das Dröhnen der fallenden Stämme. Fischfang auf Haff und See, Bernstein im Meer oder im tiefschichtigen Ton, das Eis der Seen, das Holz der Wälder. Das ist ein Segen der Erde, der nicht leicht zufällt, sondern sich nur einem kraftvollen und fleißigen Menschenschlag auftut. Wenn im Sommer die Wasserwege vom Eis frei waren, wurde das Holz aus den waldreichen Seengebieten der Masuren und des Oberlandes zur Küste gebracht. Das war eine weite und stille Fahrt, so weit wie das Land selbst, so still und anspruchslos wie seine Menschen. Der Kahn nähert sich hier einer dockartigen Anlage. Und was nun geschieht, erscheint sehr seltsam, hat aber trotz der fortgeschrittenen Technik über Jahrzehnte hin seinen Zweck erfüllt. Schiffe werden mit Wagen über Land gezogen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als man noch keine Hebewerke und Schachtschleusen kannte, wird es solchen Landtransport der Schiffe irgendwo in Nordamerika gegeben haben, der hier auf dem Oberländischen Kanal nachgeahmt wurde. Über flache, abschüssige Staudämme senken sich die Kähne auf Schienenwagen zum niedrigeren Kanalstück hinab. In 5 Etappen werden so 100 Meter Höhenunterschied überwunden. Das Wasser selbst betreibt dabei die Seilwinde. So werden die Kähne gefahren, gestärkt, und auf kurzen Strecken sogar mit Menschenkraft gezogen. Am Ufer gleitet ostpreußisches Land vorüber. Felder, Weiden, schwarz-weißes Vieh, Gehöfte, Schilf und Sand und vielerlei Getier in Wasser und Gestreu. Schließlich werden in der Fahrtrinne des Drausensees wieder Segel gesetzt. Es geht auf Elbing zu. Elbing ist der Hafen am Haff. Hier öffnet sich der Weg nach Königsberg, ans Meer, in die Welt.
Ostpreußen ist auch die Heimat der Pferde. Ein Blitzen von blanken Pferderücken, ein Peitschen von Schweifen, ein Trommeln von Hufen. Die ganze Schönheit und Kraft des Landes wird in Gestalt und Bewegung dieser Tiere offenbar. Wie viele edle Pferdenamen kamen aus Trakehnen? Wie viele Renner trugen sein Zeichen, die Elchschaufel, in die Welt? Aber es war nicht nur das Gestüt. Es war das Land, der Stolz und die Pferdeleidenschaft seiner alten Bauerngeschlechter, die sie hervorbrachten. Und schließlich war es die Weite, die Endlosigkeit des Himmels und der Ebene, der Glanz des Sommers und die Härte des Winters, die Seele Ostpreußens. Wenn der Nordwestwind das Meer bis in seine Tiefsten fühlt, nimmt der Bernsteinfischer wie zu Urväterzeiten sein Netz und aus den Wellen des Meeres das deutsche Gold, den Bernstein. In Bernsteinbergwerk der Welt in Palnicken wird ungleich mehr Bernstein als die Wellen herantragen. Zwei Millionen Kubikmeter Erdmassen müssen bewegt werden, um eine Jahresförderung von 500.000 Kilo Bernstein zu erzielen. Starke Wasserstrahlen säubern den Bernstein, das Harz vorgeschichtlicher Bäume, von der ihn einschließenden blauen Erde. Rüttelsiebe sortieren den zurückbleibenden Bernstein. Nur die in Form und Farbe geeigneten Stücke werden zu Bernsteinschmuck verarbeitet. 80% dienen zur Herstellung von Lackrohstoffen und Bernsteinölen. Musik
die raue Schale des Rohbernsteines fällt. Erst das Einschleifen der Facetten zaubert das Bernsteinfeuer hervor. Heute, wie vor 2.000 und 3.000 Jahren, ist Bernstein ein bevorzugter Schmuck. Frauen in aller Welt tragen das deutsche Gold. Ein wertvoller Werkstoff ist Ostpreußens Tonerde. Formt die Hand aus einem Tonkloben eine formschöne Vase. Zur Form kommt die Schönheit der Farbe. Der Ton wird Leben. Leben aus ostpreußischer... Das wohlriechende Wacholderholz ist der Werkstoff des Drechslers. Thank you.
Seit vielen Generationen stellt die Heiligenbeiler Drechsler-Familie die Spielbüchse her. Altes Volksgut lebt überall in Ostpreußen. Wie die Urahne spinnt auch heute noch die ostpreußische Bäuerin aus selbstgezogenem Flachs ihr Garn. Der alte Webstuhl liefert duftiges ostpreußisches Linnen. Die Kunst des Teppichknüpfens aus reiner Schafwolle ist in Masuren heimisch. 10 bis 14 Tage arbeitet ein Mädchen an einem Quadratmeter Teppich. 70 bis 75.000 Knoten müssen auf einen Quadratmeter aus 4 Kilogramm Wolle geknüpft werden. Farbenfreude spricht aus den Masurenteppichen. Ihre Haltbarkeit ist fast unbegrenzt. Sie stehen vielgerühmten ausländischen Erzeugnissen in nichts nach. Land zwischen Meer und Moor, zwischen Weichsel und Memel. Ähnlich von der See aus, doch schwer zu erschließen. Seine offene Küste, Haff und Buchten werden die Seefahrer anlocken, die Kaufleute der Hanse. Der Strand der Nehrung und des Samlandes birgt einen einzigartigen Reichtum, den Bernstein. Von hier aus wird im Mittelalter die Bernsteinstraße in die Mitte und den Süden Europas führen. Doch es wird lange dauern, bis der lose Sand der Dünen befestigt ist, die Küste gesichert, der Boden kultiviert. Land der dunklen Wälder nennen die Ostpreußen in einem Lied ihre Heimat. Sie wird bis in unser Jahrhundert viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahren. Eine herbe und oft schwermütige Schönheit. Es gibt viel Platz in diesem Land. Seine Einsamkeit, seine Weite, seine Stille werden seine Menschen prägen.
Urlandschaft, in der noch Elche leben. Ostpreußen, Bilder der Gib Acht auf die Focht, Junge! Thank you.
hat der Opa heute gefischt? Mit Sande und Blei, Platzen und Aal. Der ist aber fein. Machen die Kienäppel wieder. Natürlich, Martin, wir haben doch heute noch keinen Tauf. Schießte Martin. Dann kam der große Wind und brachte die Düne immer näher. Immer näher, bis an unsere Häuser ran. Dann kam die Düne, wanderte über unsere Häuser hinweg und deckte sie zu.
Dann war nur noch Sand und Düne, kein Haus mehr zu sehen. Des Vaters Eltern nahmen ihr Haus und trugen es weg von der Düne. So was, Martin? Ich hab Angst vor der Düne. Die kann uns jetzt nicht mehr bedrohen. Wir haben sie festgemacht mit Kiefern und mit Gräsern. Kreuz, der Glaube, das Herz, die Liebe und die Hoffnung. Nun müssen wir aber zum Kahn runtergehen. Ihr habt mir den neuen Kahn gebaut und ich hab den Wimpel geschnitzt. Und nun, mein Bootchen, wollen wir dich taufen. Du sollst heißen, bring Freude. Und mein Sohn soll dich führen durch Wind und Wellen. Ich danke dir, Vater. Bring den Kahn zu Wasser.